Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer, leider muss man sagen, vorletzten Sitzung im Rahmen der Ringvorlesungsreihe in diesem Wintersemester. Leider ist darauf gemünzt, dass es so langsam auf die Zielgerade geht. Es ist nicht gemünzt auf das Thema, denn wir würden uns wahrscheinlich alle miteinander wünschen, es gäbe gar keinen aktuellen Anlass für das Thema der Ringvorlesungsreihe. Wir sind mittendrin in unserem politisch-wissenschaftlichen Teil unserer Ringvorlesungsreihe nach den ersten Sitzungen, wo wir die ukrainischen Stimmen ja auch gehört haben. Und Frau Beck, ich bin ausgesprochen froh, dass Sie unserer Einladung sofort gefolgt sind und Sie als Osteuropa-Expertin, Ukraine-Expertin, aber auch als lebende Brücke zwischen einer inhaltlich-wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Ukraine, mit Osteuropa, aber eben auch als politische Stimme, die Sie sind und als die Sie natürlich wahrgenommen werden, dass Sie eben heute auch einen Beitrag leisten zu unserer Ringvorlesungsreihe. Ich würde jetzt das Pult wie immer direkt räumen wollen für Frau Kollegin Wingeda, die die Einführung von Frau Marie-Louise Beck übernehmen wird. Und dann wird es so ablaufen wie immer. Frau Beck wird uns ihre Gedanken mitteilen und dann haben wir die Gelegenheit zur Diskussion. Herzlich willkommen, Frau Beck in Gießen, und Monika Wingeda, du darfst übernehmen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem liebe Frau Beck. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Ringvorlesung des Präsidenten. Vorab erwähne ich immer kurz, dass die Justus-Liebig-Universität mit dem Gießener Zentrum Östliches Europa ein interdisziplinäres Zentrum hat, das zum östlichen Europa forscht und lehrt. Hier arbeiten Slawistik, osteuropäische Geschichte, Turkologie zusammen mit Politologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaft. Das GIZU hat seit langem Schwerpunkte in vielen postsowjetischen Staaten, neben Russland auch in Kasachstan, in Belarus, in Georgien, im Baltikum und in der Ukraine. Wir freuen uns sehr, dass wir heute in der Ringvorlesung des Präsidenten eine Stimme aus der Politik hören und mit Ihnen, Frau Beck, zugleich eine Person gewonnen haben, die sich auch intensiv für humanitäre Belange einsetzt. Marie-Louise Beck ist Osteuropa-Expertin sowie Senior Fellow und Mitbegründerin des Zentrums Liberale Moderne. Und damit möchte ich unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Marie-Louise Beck studierte an den Universitäten in Bielefeld und Heidelberg Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Seit 1980 ist sie Mitglied der Grünen. Hier nur kurz die wichtigsten Stationen ihrer Karriere. Sie war Sprecherin der ersten grünen Bundestagsfraktion im Jahr 1983 und bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags, zuletzt im Auswärtigen Ausschuss. Arbeitsschwerpunkte dort waren die Länder Ost- und Südosteuropas. In der rot-grünen Bundesregierung hatte sie das Amt der Migrationsbeauftragten inne und war parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. Außerdem war sie Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und sie war Mitglied im Vorstand des Petersburger Dialogs. Parallel zu ihrer politischen Tätigkeit hat sie sich immer wieder für humanitäre Belange eingesetzt. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, so ist sie unter anderem Trägerin des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Ich zitiere hier ganz kurz aus der Würdigung des Bundespräsidenten Steinmeier. Marie-Louise Beck setzt sich seit Jahrzehnten mit außerordentlicher Tatkraft für Menschenrechte, Völkerverständigung und die Aufarbeitung der Verbrechen des NS-Regimes ein. Ein Schwerpunkt ihres Wirkens hat sie auf die mittel- und osteuropäischen Länder gelegt, insbesondere auf die Ukraine. Marie-Louise Beck war seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands dreimal in der Ukraine, in Kiew, in Odessa und in Kharkiv. Auf der Website des Zentrums Liberale Moderne, das Sie, Frau Beck, 2017 zusammen mit Ihrem Mann Ralf Hüchs gegründet haben, sind die Hintergründe und Beweggründe zur Gründung dieses Zentrums ausführlich dokumentiert. Als Ausgangspunkt für die Gründung bezeichnen Sie dort die Krise der liberalen Moderne, die Krise des Westens, auch hier ein kurzes Zitat.
Vor uns liegen entscheidende Jahre. Was bislang sicher schien, steht in Frage: die europäische Einigung, das transatlantische Bündnis und die freiheitliche, weltoffene Gesellschaft. Es ist Zeit, sich zu engagieren. Und dort fällt auch der Satz: die Ukraine ist heute ein Prüfstein für die Zukunft Europas. All diese Vernetzung und die historische Verantwortung spiegeln sich auch im Titel Ihres Vortrags, auf den wir jetzt mit Spannung warten: Berlin, Kiew, Moskau, die deutsche historische Verantwortung gegenüber der Ukraine annehmen. Bitte sehr. Einen schönen guten Abend. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Wenn man aus der Politik kommt, kommt man nicht mit gut ausgearbeiteten Vorträgen in der Regel, weil wir dazu uns keine Zeit nehmen und nehmen können. Und ich bin ja nun so ein Twitter-Wesen, ein bisschen Nichtregierungsorganisation, ein bisschen Think Tank und ein bisschen Politik. Ich möchte eigentlich so eine Gelegenheit nehmen, um eigentlich zu erzählen. Und das beginnt, weil wir natürlich über Krieg und Frieden reden werden, wenn wir über die Ukraine reden. Das beginnt immer noch mal mit einer kleinen Erklärung und einem Rückblick, weil ich in meinem politischen Leben von jetzt 43 Jahren doch mein Denken in einem zentralen Punkt schlichtweg auf den Kopf gestellt habe oder stellen musste, weil die Realität und die realen Erfahrungen mich dazu gezwungen haben. Ich bin 1980 zu den Grünen gekommen über die Begegnung mit einem überlebenden jüdischen Kommunisten, der nach 1945 den antifaschistischen Staat gewählt hatte, also in die DDR gegangen ist, wie viele Juden übrigens, die im Exil gewesen waren und die untereinander diskutiert hatten, wo gehen wir denn hin? Gehen wir in den Westen? Oh, das ist Globke und Adenauer. Also gehen wir in den Osten. Der dann mit dem 17. Juni 1953 gemerkt hat, dass er nicht auf der richtigen Seite gelandet war und dann die DDR verlassen hat und in den Westen gegangen ist. Und immer mit einer ganz, ganz hohen Sensibilität gespürt hat, wenn Nichtdemokratische sich über Recht und Gesetz hinweggehende, auch den Parlamentarismus nicht wertschätzende Strömungen erkennbar sind. Und ich bin für diese Begleitung sehr dankbar, weil ich glaube, dieser Seismograph ist etwas, was wir auch bei der nächsten Generation brauchen, diesen Seismograph für den Wert von Freiheit, von Regeln, die friedliches Zusammenleben möglich machen, sowohl innerhalb einer Gesellschaft und innerhalb eines Staates, aber natürlich auch bei Staaten untereinander. Ich bin also über diese persönliche Begegnung zu den Grünen gekommen, weil auch er grünes Mitglied war und damals, wie wir alle, der tiefen Überzeugung, dass Atomkraft eine große Gefahr für die menschliche Zivilisation ist. Und eben nicht nur die Nutzung von friedlicher Nutzung von Atomkraft, sondern natürlich auch zusätzliche atomare Raketen. Das sehen Sie hier, das haben Sie in der Regel alle miterlebt. Es ging um die Frage der Stationierung der Pershing 2. Nachdem, und das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, auch bei uns damals, nachdem die damalige Sowjetunion auf ihrem Boden sich entschieden hatte, eine neue Mittelstreckenrakete mit Mehrfachsprengköpfen zu stationieren, die SS-20, die tatsächlich eine neue Qualität des Ungleichgewichts geschaffen hat. Und die Vereinigten Staaten hatten der Sowjetunion vorgeschlagen, lasst uns verhandeln,
wenn ihr diese Raketen wieder einmottet, dann werden auch wir nicht in die nächste Etappe gehen. Aber wenn ihr darauf besteht, dass ihr diese Raketen weiterhin stationiert und damit ein Bedrohungspotenzial für das westliche Europa habt, dann werden auch wir eine Gegenrakete installieren. Das war die Pershing 2, gegen die dann eine große, große, mächtige Bewegung, ich glaube im Bonner Hofgarten waren 500.000 Menschen, auf die Beine gebracht hat, bei der ich mit dabei war. Mit der tiefen Überzeugung, dass Waffen nie Frieden schaffen können und dass jede zusätzliche Stationierung von Waffen bedeutet, dass zusätzliche Risiken auf die Welt gebracht werden, dass zusätzlich Eskalation entstehen kann, dass zusätzlich Menschen getötet werden können. Mir ist das sehr wichtig, dass ich das nochmal formuliere, weil das eine ehrliche Überzeugung gewesen ist. Ich weiß heute, dass in dieser Bewegung, in dieser Friedensbewegung, nicht nur die da waren, die auf beiden Seiten tatsächlich zu einer atomaren Abrüstung aufgerufen haben, sondern dass als Teil dieser Friedensbewegung, und da sind auch Mittel reingeflossen, nicht unerhebliche Ressourcen aus der Normannenstraße, hieß das, dafür das war das Hauptgebäude der Staatssicherheit der DDR, also dass massiv tatsächlich versucht wurde, unsere öffentliche Meinung zu nutzen, um der Sowjetunion einen strategischen Vorteil zu erschaffen. Alles Dinge, die uns heute wieder begegnen, wenn wir nicht mehr über die Sowjetunion, sondern über Russland reden. Es ist nichts wirklich Neues. Und wir wissen heute, es gab damals einen Aufruf von Generälen, der Krefelder Appell. Dazu gehörte General Bastian, der dann bei den Grünen Mitglied war. Der warnte vor der Stationierung dieser Pershing 2. Und wir wissen heute, dass dieser Aufruf geschrieben worden ist, also ein Entwurf von der Staatssicherheit und von Vertretern in der Deutschen Kommunistischen Partei West. Der Kollege Wolfgang Gerke, der dann später neben mir saß im Auswärtigen Ausschuss als Kollege der Linkspartei, sagte, der ist bei mir am Küchentisch geschrieben worden, dieser Aufruf. Das ist mein Hintergrund und ich bin selber etwas erschrocken. Ich bin jetzt angesichts von Lützerath nochmal in die Bundestagsdebatten gegangen, um die Stationierung von Pershing 2. Und es sind mir viele politische Formulierungen und Figuren entgegengetreten, die ich damals als Vertreterin der Grünen benutzt habe. Das Parlament hat nicht das Recht, diese Entscheidung zu fällen. Es gibt nicht das Recht, über Leben und Tod als Repräsentanten des Volkes zu entscheiden. Wir werden das über die Straße wieder revidieren. Und das hat natürlich einen Anklang von dem, was sich heute letzte Generation nennt. Und ich kann nur noch mal sagen, dass ich der tiefen Überzeugung war von der Wahrhaftigkeit dieser Politik und dieser Ansätze. Das war also 1983. Und ich überspringe dann 10 Jahre und es begann der Zerfall Jugoslawiens. Ich frage mich häufig, wie es sein konnte, dass ich den Krieg gegen Slowenien überhaupt nicht, nun ging der auch sehr schnell, der war nach 10 Tagen vorbei, aber den Krieg gegen Kroatien überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und ich war zwar nicht mehr Politikerin in Bonn, weil die Westgrünen nicht mehr im Parlament waren, aber ich war Landespolitikerin, also ich hatte schon Zeit, Zeitung zu lesen. Und ich habe Kroatien zunächst einmal nicht wahrgenommen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass eine Stadt wie Vukovar 2000 junge Männer vermisst hat nach einem Überfall
einer Mischung aus serbischer Armee und Freischärlern. Und erst durch eine persönliche Begegnung von einer Familie, einer Flüchtlingsfamilie, die dann bei uns ins Haus gezogen ist, habe ich begonnen zu verstehen, der Krieg war inzwischen weitergezogen nach Bosnien, dass da etwas passiert, was uns angeht in Europa. Und ich bin dann, habe mich aufgemacht, es gab wie einen Sog, ich bin viel nach Bosnien gefahren, in Städte, bei denen ehemalige Gastarbeiter aus meinen Bremen ihre Region versuchten zu versorgen. Und das waren dann 2,5 Jahre, wo ich in der Regel mit Hilfstransporten rein und raus gefahren bin und Erfahrungen gemacht habe, die, wie gesagt, alles auf den Kopf gestellt haben, was ich bis dahin geglaubt hatte. Eine der Grundsätze war, keine Waffen in Krisenregionen. Übrigens ein grüner Grundsatz, der auch in allen Koalitionsverhandlungen, die geführt worden sind, immer wieder dort durchdekliniert worden ist und eher zu einer Verschärfung der einer restriktiven Haltung gegenüber Rüstungsexporten geführt hat. Keine Waffen in Krisenregionen. Was bedeutete das für Bosnien? Für Bosnien bedeutete das, dass ein kleines Land, dessen Bevölkerung auf keinen Fall Krieg wollte. Und es gab eine Friedensdemonstration in Sarajevo von 100.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind, wir wollen keinen Krieg. Dass ein serbischer Imperialismus, würde ich heute sagen, wenn ich nach Russland schaue, das jugoslawische Militär im Wesentlichen bei sich zusammengezogen hatte. Die Bosnier waren unbewaffnet und wir haben mit der Haltung keine Waffen in Krisenregionen ein Staat und eine Bevölkerung, die faktisch kaum etwas hatte, um sich zu schützen, zur Wehr zu setzen, wir haben denen untersagt und versagt, dass sie militärisch ausgerüstet werden. Dann hat es eine Pseudo-Antwort gegeben der westlichen Staaten, das waren die Blauhelme, die über Jahre bis Srebrenica nur das Mandat hatten, sich selbst zu schützen und nicht die zivile Bevölkerung schützen durften. Also, es gibt ein Land ohne Waffen, es gibt einen aggressiven Angriff von außen, von gut bewaffneten, militärisch ausgestatteten Kräften. Es gibt eine Blauhelm-Mission, die aber nur vorgeben kann, und das war nicht die Schuld der Soldaten, die Soldaten waren entsetzt über das Mandat, was ihnen von der Politik zugeschrieben worden war. Also es gibt eine Blauhelm-Mission, die aber mehr Kosmetik ist, als dass sie wirklich Menschen schützen würde. Und das war die Situation, der wir 2,5 Jahre zugeschaut haben. Und es war Marek Edelmann, ein Überlebender aus dem Warschauer Ghetto, ein berühmter Herzchirurg aus Polen, Marek Edelmann und andere jüdische Stimmen, die gesagt haben, wie lange wollt ihr in Bosnien noch zuschauen? Und damit war klar, dass Grundsätze, die auch heute eine große Rolle spielen, nie wieder Krieg, Waffen eskalieren, Menschenleben werden geschützt, wenn keine Waffen geschickt werden, dass wir in einem Kleinen in Bosnien erleben konnten, dass man, wenn man bei den Menschen saß, die schutzbedürftig waren, dass die Perspektive sich sofort drehte und es darum ging, jedes Dorf und jede kleine Stadt, bei der es gelang, das serbische Militär oder die Chetniks draußen zu halten, war ein Schutz für die Zivilbevölkerung, die dort in diesem Dorf nicht vertrieben wurde, wo die Frauen nicht verschleppt wurden, wo es keine Massaker gab. Das bedeutete Militär. Und damit gab es wurde mein Leben auf den Kopf gestellt. Diese Auseinandersetzung hat die Grüne Partei unendlich beschäftigt. Das haben viele von Ihnen auch
miterlebt. Sie ist dann beim Kosovo nochmal aufgetaucht. Ich glaube, wenn wir jetzt den Bogen zu heute schlagen, wir müssen uns diesen Hintergrund nochmal anschauen, wenn wir auch heute überprüfen, was ist unsere richtige ethische und auch unsere europabewahrende Haltung, wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen. Das ist sozusagen der Prolog, mit dem ich zunächst einmal erklären muss, woher meine Entschiedenheit kommt, dass wir den Menschen in der Ukraine, die auch Frieden wollten und nie Krieg führen wollten, dass wir auch den Menschen der Ukraine das Recht zugestehen, sich selbst zu verteidigen. Es geht nicht um mehr und nicht um weniger. Und dann komme ich zur Ukraine selber und zu Russland. Wir können heute nicht über die Ukraine sprechen, ohne über Russland zu sprechen. Wieder nenne ich eine Begegnung, die mich sehr, sehr beeindruckt hat und auch geprägt hat und Augen geöffnet hat. Das ist Timothy Snyder mit seinem Buch Bloodlands. Ich vermute, dass viele von Ihnen dieses Buch in der Hand gehabt haben. Timothy Snyder, ein Historiker aus Yale, selbst jüdischer Herkunft, der zurückgegangen ist geistig in die Region, die in Europa eigentlich die größte Ansiedlungsregion der jüdischen Bevölkerung gewesen ist, nämlich in den Streifen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, das Baltikum, Litauen, Polen, das heutige Belarus, wenn Sie sich die Landkarte vorstellen, und dann die Ukraine, Teile von Rumänien, Transnistrien, Galizien, Bukowina, alles Namen, die wir kennen, wo aber nicht unbedingt alle von uns, und das war bei mir auch nicht so, eine klare Landkarte vor Augen haben, weil es ja doch bis 1990 Gebiete waren, die nicht üblich waren, sich dort zu bewegen. Vielleicht ist man mal 3 Tage nach Krakau gefahren, um sich die Stadt anzuschauen, aber es gab keinen Freizeittourismus wie in die Toskana. Die Landkarte war einfach kaum bekannt. Und Timothy Snyder ist derjenige, der uns in Deutschland vorgeführt hat, dass diese Region, egal welche staatliche Verfasstheit sie hatte, ob sie das Königreich Polen-Litauen waren und im Osten gab es noch das Zarenreich und im Westen gab es das Königreich Preußen oder weiter südlich Habsburg, dass die Auseinandersetzungen zwischen den großen Imperien in der Regel auf dem Territorium sich abgespielt haben, das ich eben beschrieben habe. Es gibt eine historische Debatte, ob man diese Länder als Zwischenländer bezeichnen darf. Es gibt Historiker, die sagen, das ist ein Begriff der Eigenständigkeit dieser Länder nicht ausreichend berücksichtigt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Zwischenländerbegriff viel ausdrückt, nämlich tatsächlich eine Region, die immer und immer wieder in der Auseinandersetzung zwischen dem zaristischen Imperium und später Preußen, was dann zum Kaiserreich wurde, immer wieder unter die Räder gekommen ist, immer wieder zerstückelt worden ist. Und das haben wir alle mal in der Schule gelernt, dass Polen 3-mal aufgeteilt worden ist. Und es waren immer die von Osten oder von Westen kamen. Und das waren in der Regel Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Russland. Also es gibt dieses große Ansiedlungsregion, es gibt eine immer wiederkehrende Rivalität zwischen dem Zarenreich und Preußen, aber es gibt eben trotz dieser Rivalität immer auch wieder
das gemeinsame Verständnis, wir einigen uns zu Lasten derjenigen, die zwischen uns liegen. Und das ist ein Grundsatz, der diese Region in Europa geprägt hat. Und es hat dann die slawischen Völker getroffen, die dort angesiedelt waren, aber natürlich eben auch diese große Teil europäischer Juden, die in diesem Region ein sehr, sehr, sehr großes Siedlungsgebiet hatten. Timothy Snyder, und ich mache jetzt mal einen Sprung, geht dann in den Zweiten Weltkrieg und erinnert an etwas, was bei uns nach meiner Erfahrung in der deutschen Debatte wenig präsent ist. Jeder Parlamentarier kann natürlich beantworten und vermutlich auch jeder Abiturient, was am 1. September 1939 stattgefunden hat. Der Überfall auf Polen, das haben wir gelernt als deutsche historische Verantwortung. Wenn wir aber fragen würden, was am 17. September passiert ist, bin ich mir sicher, dass 80-90% meiner Ex-Bundestagskollegen mit diesem Datum kein Ereignis verbinden. Und das ist der Überfall auf Polen durch die Rote Armee und von Stalin. Ich frage mich oft, warum wir dieses Ereignis so wenig in unserer Geschichtswahrnehmung präsent haben. Ich vermute, dass es zu tun hat mit, ich denke, meiner Generation, 68 folgende, die das Gefühl hatte, es ist so vieles unter den Teppich gekehrt worden in der Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus und der Verstrickungen, die wir dann in den eigenen Familien hatten, dass im Grunde genommen jede Wahrnehmung, dass die Verantwortung und die historische Schuld bei dem Aggressor lag, der Deutschland hieß, Nazi-Deutschland hieß, dass es ein unausgesprochenes Tabu war, die Mitverantwortung des stalinistischen Systems zu nennen, weil sie als Relativierung empfunden werden könnte. Ich habe keine andere Erklärung dafür, denn auch ich gehöre zu denen, die mit dem 17. September nicht vertraut waren und bei der nicht sofort, wenn der Kriegsausbruch in Polen, wenn der bezeichnet wird, dass bei mir sofort das Bild aufpoppen würde, dass in Brest-Litovsk gemeinsame Paraden, Militärparaden von der Roten Armee und von der Wehrmacht stattgefunden haben. Die Fotos können Sie suchen. Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht zu gucken, ob in modernen Geschichtsbüchern in unserer Oberstufe dieses Foto von Brest-Litovsk zu finden ist. Das ja unendlich viel zeigt. Ich glaube, dass es diese Zurückhaltung gibt, weil wir das Gefühl hatten, die Verantwortung liegt bei uns alles, was bedeutet, wir schauen in das zweite totalitäre System des 20. Jahrhunderts, könnte in einer Relativierungsdebatte und einer Minimierung, dem Versuch einer Minimierung der historischen Verantwortung landen. Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass wir in Bezug auf Polen einen sehr langen Weg hinter uns legen mussten, um zu verstehen, was Deutschland und Polen für eine Geschichte haben. Und Willy Brandt übrigens ist nicht an einem Denkmal auf die Knie gegangen, wo es um die Zerstörung des polnischen Volkes ging, sondern es war vor dem Ghetto in Warschau. Also das war eine Bekundung für die Zerstörung der jüdischen Bevölkerung. Also eigentlich fehlt da noch ein Teil. Und für die Ukraine gilt historisch gesehen, was das Durchziehen des Unheils entweder von Osten oder von Westen betrifft,
Das gilt für die Ukraine gleichermaßen, aber ist noch unbekannter als Polen, bei dem wir doch, glaube ich, in den letzten 30 Jahren eine ganze Menge gelernt haben. Weshalb wissen wir so wenig über die Ukraine? Die Ukraine war Sowjetunion. Und in der Sowjetunion gab es für uns keine eigenständig wahrgenommenen Subjekte. Also nicht tatsächlich die Republiken als Subjekte, geschweige denn als eigenständige Nationen mit einem eigenen, mit einer Identität, einer eigenen Sprache, einer eigenen Kultur. Das ist unter dem Dach der Sowjetunion verschwunden und nicht umsonst sind über Jahre hinweg die Beendigung des Zweiten Weltkriegs, diese Feiern, sie sind alle in Moskau abgehalten worden. Und deutsche politische Vertreter sind natürlich nach Moskau geflogen und niemand ist auf den Gedanken gekommen, dass es andere Hauptstädte gibt, in denen man hätte Präsenz zeigen können und damit bildlich darstellen, dass die Sowjetunion und die Rote Armee eine Armee war aus einem Vielvölkerstaat. Litauer, Letten, Polen, Usbeken und viele, viele, viele Ukrainer. Und wieder Timothy Snyder, der uns aufzeigt, dass der Zweite Weltkrieg geografisch gesehen im Wesentlichen auf diesem Ansiedlungsrayon der jüdischen Bevölkerung ausgetragen worden ist, vom Baltikum über Belarus und über die Ukraine. Wenn wir das heutige Staatsgebiet der Russischen Föderation nehmen, hat der Krieg etwa zu 10% auf dem Territorium des heutigen Russland stattgefunden und das Kriegsgeschehen selber war überwiegend Polen, Weißrussland und die Ukraine. In Weißrussland wissen wir, dass etwa jeder vierte Bürger, Bürgerin, Zivilist in diesem Krieg umgekommen ist. Für die Ukraine haben wir keine Zahl. Was wir aber langsam haben für die Ukraine, ist eine Idee davon, wie groß die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung war. Eine Shoah, die ihr eigenes Gesicht hatte. Und zwar, weil der Einmarsch der deutschen Truppen, auf die rumänischen komme ich gleich noch, stattgefunden hat, bevor die industriellen Vernichtungslager aufgebaut waren. Die Ermordung der ukrainischen Juden, auch der belarussischen, ist durch Erschießungen, Verbrennen, Vernichten in einer Scheune, Totschlagen. Sie ist eine individuell physisch stattfindende Vernichtung gewesen. Man geht in der Ukraine davon aus, dass etwa 1,5 Millionen jüdische Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine vernichtet worden sind. Einer, der sich auf die Spurensuche gemacht hat, ist Patrick Dubois. Patrick Dubois ist ein französischer Priester, der sich erinnerte, dass wenn er mit seinem Großvater Geflügel ausgefahren ist, der Großvater immer wieder von dem Krieg erzählte. Und in einem Kriegsgefangenenlager als französischer Soldat, in einem deutsch-Kriegsgefangenenlager irgendwo in der Ukraine ist. Gewesen ist. Und er hat sich dann als junger Mann aufgemacht und ist in die Ukraine gefahren und hat nach Orten gesucht und hat gesprochen mit
heute nunmehr alten Menschen, 70, Mitte 70 gegen 80, die als Kinder und Jugendliche die Ermordung und die Austreibung und dann Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger aus den Dörfern, aus den Städten miterlebt haben. Die Augenzeugenschilderungen geben, wie sie auf einer Scheune oben im Dachboden gelegen haben und geguckt haben, wie in dem Wäldchen die Erschießungen stattgefunden haben, die irgendwo in den Bäumen gesessen haben. Es gibt fast keine Zeitzeugen von jüdischen Überlebenden selber, weil es gibt keine Überlebenden. Und die Frage, weshalb wir am 27. Januar in der Regel in den Gedenkstunden Auschwitz-Überlebende als Zeitzeugen befragen und in die Öffentlichkeit bringen, hat damit zu tun, dass es keine Erzählungen aus der Ukraine gibt, nicht von Überlebenden. Es wird inzwischen davon ausgegangen, dass in der Ukraine etwa 2000 Erschießungsstätten für jüdische Bürgerinnen und Bürger gegeben hat. Es sind 500 von denen rudimentär gekennzeichnet. Und es hat erst jetzt, nach 2014, nach dem Maidan, begonnen, dass einzelne Plätze sichtbar gemacht werden. Begonnen hat der American Jewish Committee, der 8 Erschießungsplätze in der Westukraine kenntlich gemacht hat, wo ein Stein aufgestellt worden ist, wo Tafeln aufgestellt worden sind, wo manchmal es gelungen ist, Namen und Gesichter wieder kenntlich zu machen. Aber im Prinzip ist das eine bis zum heutigen Tag auch von uns nicht wirklich angenommene Bewusstwerdung, was der deutsche Fuß auf ukrainischem Boden bedeutet hat. Das gilt für die jüdische Bevölkerung. Auch die slawische Bevölkerung hat unendliche Willkür erlebt. Man wiederum eine Verwechslung von dem, was russisch und was ukrainisch ist. Wir gehen davon aus, dass etwa 3,5 bis 4 Millionen Zwangsarbeiter deportiert worden sind nach Deutschland. Häufig ganz junge Menschen, die gar nicht wussten, wo sie hinkamen. Die galten hier selbstverständlich als Russen. Die wurden nicht als Ukrainer gesehen. Die waren auf den Höfen, in den Gärtnereien, in Haushalten. Bei uns in Bremen haben sie die Bunker mitbauen müssen. Das waren Russen und das waren keine Ukrainer. Also auch da wieder ein Verschwinden unter dem Dach, was Sowjetunion mit dem Synonym Russland gewesen ist, gegenüber einer Wahrnehmung als eigenständige aus der Ukraine. Als uns das langsam bewusst geworden ist, und das ist mit 2014 und mit dieser rasanten Öffnung über den Maidan, über die Nichtregierungsorganisationen, die zivilgesellschaftlichen Initiativen, diese rasante Öffnung nach Westen und das Anknüpfen an die westliche Welt, ihre Offenheit, ihre Neugier, auch ihr Modernes, hat ein Stück mit sich gebracht, dass wir begonnen haben, diese Türen aufzumachen. Mir ist in diesem Zusammenhang übrigens bewusst geworden, weshalb die Auseinandersetzung über die Wehrmachtausstellung bei uns so eine gnadenlose Härte mit sich gebracht haben, weil natürlich bis zu dieser Ausstellung die Wehrmacht unbeteiligt war an diesen Verbrechen. Und die Wehrmacht bedeutete ja, es waren unsere Väter, Großväter, Onkel, wie auch immer, die Familien. Es war, wenn man SS-Familienmitglieder gehabt hatte oder Polizeibataillone,
dann wusste man vielleicht ein bisschen was, bei den Polizeibataillonen schon nicht mehr. Das wurde schon nach 1945 relativ schnell wieder zugedeckt. Aber dass eben 1,5 Millionen Juden nicht ermordet werden können, ohne dass die Wehrmacht beteiligt ist, und dass 3,5 Millionen Menschen nicht deportiert werden können, ohne dass eine Armee beteiligt ist, ist natürlich vollkommen klar. Und die Wehrmachtausstellung hat genau in diese Blase reingepiekst. Und deswegen gab es so unglaubliche Emotionalitäten, weil es bedeutete, es kam in unsere Familien rein. Wir haben zusammen mit Timothy Snyder im Jahr 2016 eine Resolution für den Deutschen Bundestag geschrieben, bei der ich die Hoffnung hatte, dass wir sie als gemeinsame Resolution verabschieden würden. Der Titel war Deutsche historische Verantwortung gegenüber der Ukraine, und haben diese historischen Etappen aufgezählt. Und ich hatte mit, damals war das noch Kauder, mit Herrn Kauder, der Unionsfraktion, hatte gefragt, seid ihr bereit, das mitzumachen? Sagte Kauder, ja, machen wir, aber Sie müssen mit der Sozialdemokratie verhandeln, das ist unser Koalitionspartner. Und es ist mir nicht gelungen, die sozialdemokratische Fraktion dazu zu bekommen, diesen Antrag mitzutragen. Das zeigt einfach nochmal, wie groß der Widerwillen gewesen ist, sich diesem Teil der Geschichte zu stellen, der natürlich ein Stück bedeutet hat, eine Dekonstruktion des russischen Anspruchs, dass unsere deutsche historische Verantwortung Russland gegenüber besteht und nicht etwa gegenüber einer selbstständigen Ukraine. Das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Weigerung, sich zu stellen. Ich glaube, man muss in diesem Zusammenhang noch mit 2, 3 Sätzen erwähnen, weil auch das bei uns bisher weitgehend noch unbekannt ist, dass diese Ukraine eben das Unheil nicht nur aus Deutschland erlebt hat, übrigens auch aus Rumänien, was mir, ich mache noch einen kleinen Exkurs, was mir erst bewusst geworden ist, als ich mich länger in Odessa aufgehalten habe, dass die odessitischen Juden von Hitler oder überhaupt diese ganze Region von Hitler angeboten worden war, dem rumänischen Diktator Anton Iescu, falls er an Hitlers Seite in den Krieg, an Nazi-Deutschlands Seite in den Krieg eintritt. Und die rumänische Armee, und Rumänien war auch ein durch und durch antisemitisches Land, die rumänische Armee marschierte zu auf Czernowitz und auf Odessa. Odessa gelang es nicht, die Stadt einzukesseln, weil es eine starke, sehr starke Partisanenwiderstand gab aus der Stadt, an der odessitische Juden beteiligt waren, weil sie ein großer Teil der Bevölkerung waren in Odessa. Und dann ist die deutsche Wehrmacht den Rumänen zu Hilfe gekommen, um die Stadt zu umzingeln, und hat dann gesagt, als das dann der Ring geschlossen war, jetzt geht rein und vergnügt euch. Es sind in Odessa 25.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt herausgetrieben worden, in 9 Munitionsbaracken, die von der Roten Armee verlassen worden waren, und sind, nachdem es einen Partisanenangriff gegeben hatte auf das Hauptquartier der Offiziere, sind dann mit Kerosin übergossen worden und angezündet worden. Diese Entdeckung habe ich 2017, also vor 6 Jahren, gemacht. Auf diesem Platz war außer einem kleinen Gedenkstein von Israel nichts zu sehen. Deutschland hatte sich um diesen Ort noch nie gekümmert.
Und wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit der Stadt Odessa und einer kleinen Gruppe von Überlebenden, die es noch gibt, eine Umwandlung dieses Platzes, der jetzt Parkplatz, Müllcontainer und so weiter ist, geplant, wo wir auch im letzten Oktober noch den Grundstein gelegt haben. Dann kam der Krieg. Also vielleicht kommt hoffentlich eines Tages noch der Tag, wo wir das doch noch mal nachholen können. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Meine Zeit ist um. Ich gebe Ihnen noch zwei Aspekte, die man kurz noch mitbedenken muss. Denn es hat bei uns ja mit 2014 eine weit verbreitete Debatte gegeben, dass doch die Ukrainer jetzt nicht so starrsinnig sein sollen, unbedingt sich nach Westen zu orientieren. Und ich kann mich erinnern über Diskussionen mit französischen Parlamentariern, die sagten, das ganze Unheil haben wir angerührt, wir hätten sie gar nicht einladen sollen, in Richtung EU zu gehen. Denn es war absehbar, dass Putin und Russland sich das nicht gefallen lassen würde. Das sagt man auch nur, wenn man keinerlei Vorstellung davon hat, was nicht nur von deutschem Boden aus an Unheil in diese Region gekommen ist, sondern auch von sowjetischem Boden. Und das sind zwei Daten. Das eine ist bekannt, der rote Terror unter Stalin in den 30er Jahren. Aber eben kaum bekannt ist die Tatsache, dass 1930/31 die Schätzungen gehen auseinander, durch eine systematische Aushungerung durch Stalin über die Zwangskollektivierung, wir wissen es nicht genau, 4 Millionen bis zu 7 Millionen Ukrainer verhungert sind. Und dieses historische Ereignis, das Holodomor genannt wird, und das haben Sie jetzt mitbekommen, weil der Deutsche Bundestag nunmehr sich beschäftigt hat mit diesem Ereignis, fällt in den Zusammenhang, dass Stalin eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft herbeigeführt hat, die landwirtschaftliche Produktion schon durch die Zwangskollektivierung massiv zurückgefahren hat. Aber es kamen dann Vorgaben an die kommunistischen Einheiten vor Ort, wie viele Abgaben zu leisten seien, und die gingen systematisch hinein, auch in das Saatgut. Und damit war klar, dass das zu einer Aushungerung der Bevölkerung führen würde. Und es war tatsächlich eine Politik, die bedeutete Land ohne Menschen. Eigentlich eine Idee, die von Hitler in ähnlicher Weise, Land ohne Menschen, slawische Untermenschen, also wir wollen diese großen landwirtschaftlichen Gebiete, aber die Menschen dort für uns sind nicht gleichwertig, sie sind nicht Europäer, sondern sie sind Wesen, denen gegenüber jede Willkür erlaubt ist. Das ist ja die Botschaft des slawischen Untermenschen. Also in der historischen DNA der Ukrainer ist, dass ein sich fügen gegenüber Russland über diesen Holodomor bedeutet hat, eine Vernichtung der Eigenständigkeit als Nation. Das zusammengenommen ist der Hintergrund, den wir verstehen müssen, wenn dieses Land so entschieden sich weigert, nicht wieder unter den Dach von Moskau zu gehen. Ganz abgesehen davon, wie dieses Moskau als Putin-Russland sich seit dem Jahr 2000 entwickelt hat, zu einem immer autoritäreren, ich denke inzwischen totalitären Staat. Ich glaube bis hierher, und jetzt dürfen Sie mich löchern oder mir widersprechen.
funktioniert noch alles? Ja. Vielen Dank, Frau Beck, für diesen eindrücklichen Vortrag, für die vielen persönlichen Erfahrungen, die Sie geschildert haben, die verschiedenen Entwicklungen Ihrer Meinungsbildung auch und die vielen prägenden Begegnungen dabei. Bei Ihnen kam im Vortrag ja sehr stark auch die Rolle Russlands, eben die starke Fokussierung, sagen wir lieber so, Russlands sehr stark zum Tragen, dass wir die Ukraine lange nicht genügend beachtet haben. In den Wissenschaften läuft eine ähnliche Debatte ja zurzeit, auch dort eben der Vorwurf, man habe zu stark sich auf Russland konzentriert. Gerade unsere Fächer, die wir hier auch in unserem Zentrum haben, Slawistik, osteuropäische Geschichte, die Politikwissenschaft mit Osteuropa-Bezug und so weiter, diskutieren die Dekolonisierung der Osteuropa-Forschung, weg von dem starken Russland-Bezug, stärker einbeziehen anderer postsowjetischer Staaten und so weiter. Aus Ihrer Sicht der Politikerin, die sich ja auch zivilgesellschaftlich so stark engagiert, hätten Sie Ideen oder Anregungen, was Sie diesen Wissenschaften mit auf den Weg geben können für die Zukunft? Ja, ich glaube, dass wir mit einem gewissen, mit einer Forschernase und mit dem Versuch herauszutreten, ein Stück auf uns selbst schauen müssen, wie wir mit diesem großen Komplex Russland, Ukraine, die Rolle Russlands in Europa im Verhältnis zu der deutschen Rolle, dass wir diesen Komplex versuchen, nochmal neu zu betrachten. Dazu zwingen uns eigentlich jetzt die Verhältnisse inzwischen. Wir werden ja eigentlich dazu aufgefordert, Europa neu zu denken, wobei das nicht das erste Mal ist. Ich kann mich gut daran erinnern, ich bin Jahrgang 52, dass Polen, dass ich aufgewachsen bin mit ganz feinen, aber doch absolut spürbaren Abgrenzungen gegenüber Polen, die in meiner Familie vermittelt worden sind. Da wurde nicht mehr von nicht gleichwertigen Menschen gesprochen, aber es war irgendwie klar, das ist nicht Europa. Und eine gewisse Normalität hat sich, glaube ich, in den letzten 30 Jahren in Bezug auf Polen eingestellt. Ich finde das wunderbar. Wir kennen auch die polnischen Städte. Wir wissen auch, dass unsere Städte ganz stark von polnischen Handwerkern mitgeprägt und der Bauwirtschaft mitgeprägt wird. Es ist nicht mehr sensationell, eine polnische Freundin oder einen polnischen Freund oder Lebensgefährten oder Ehemann zu haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich lernen müssen, weiterzugehen Richtung Osten. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich ein Russland, das nicht festgelegt wird auf eine antiwestliche Agenda, sondern das sich öffnet, dass das eines Tages nochmal passiert, weil meine engsten Freunde sind russisch und es sind diejenigen, die 1990 gehofft hatten, dass jetzt für sie der Weg in die Freiheit geht. Das hieß aber, in die offenen Gesellschaften des Westens geht. Und das ist alles zerstört. Diese Menschen sind alle raus aus Russland. Es gibt natürlich viele, die aber wissen, dass sie bestenfalls nicht einverstanden sein können, aber es nicht laut sagen können. Aber sie alle verstehen, dass ihnen diese asiatische Verortung, die Putin ja jetzt propagandamäßig betreibt, dass ihnen das wegnimmt, was sie eigentlich als ihre eigene Zukunft gesehen haben. Und mit Georgien geht es weiter. Auch Armenien. Georgien, wir haben in unserem Team Georgierinnen, die waren tief enttäuscht, dass Georgien nicht mit in den Kandidatenstatus genommen worden ist, obwohl wir alle die Einschätzung haben, dass es berechtigt war, Georgien diesen Status nicht zu geben. Dazu ist das Land viel zu wackelig, demokratisch, um es vorsichtig auszudrücken. Aber Georgien ist ein europäisches Land geografisch und
kann und wird es auch gesellschaftlich sein. Also eigentlich, wenn nicht dieser Wahnsinnskrieg da wäre und wenn es nicht nochmal dieses imperiale Aufbäumen Russlands gäbe, könnten wir wirklich in unglaublich spannende neue Gestaltungen von Europa gehen. Armenien, ein historisch so wahnsinnig reiches Land. Christliche Länder, ja, orthodox, aber christliche Länder. Also ja, im Augenblick wird einfach unglaublich viel zerstört und ich glaube, Historiker und die Wissenschaft können natürlich jenseits des Krieges trotzdem anfangen, diese Türen alle aufzumachen. Ja, vielen Dank dafür. Weitergehen, weiterdenken ist ein Stichwort, das haben Sie auch mehrfach genannt. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf Ihren Think Tank, Liberale Moderne. Dort steht ja auf der Homepage, dass eine dieser Anregungen für Sie war, Krise der Moderne, Krise des Westens. Gibt es zurzeit eine außergewöhnliche Krisendichte? Haben wir eine Zeit außergewöhnlicher Krisen oder was wären Hoffnungsschimmer? Ein paar haben Sie uns gerade ja schon aufgezeigt. Ja, also ich muss vorwegschicken, dass als mein Mann und ich ich habe den Bundestag verlassen und mein Mann die Heinrich-Böll-Stiftung, die er 20 Jahre geleitet hatte, und ich hatte einfach das Gefühl, ich will weiter zu Russland und zur Ukraine arbeiten, ein bisschen als NGO, ein bisschen Menschenrechtspolitik machen so. Und mein Mann hat gesagt, es geht schon um eine größere Auseinandersetzung. Wir sind bereits in einer Auseinandersetzung, ob wir die notwendigen Modernisierungen, die unsere Gesellschaften vollziehen müssen und denen wir uns auch gar nicht entziehen können, dieser rasante Wandel, den wir haben, die Digitalisierung, die Globalisierung, die ökologischen Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben. Die eigentliche Frage wird sein, welche Gesellschaften schlagen sich da am besten? Wird das China sein mit diesen unglaublichen Potenzialen? Und China wurde ja auch immer wieder uns gezeigt als Land, was keine 12 Jahre braucht, um einen Flughafen zu bauen, wie in Berlin, sondern wo innerhalb von 2 Jahren oder noch kürzer Flughafenhäfen gebaut werden und Entscheidungen getroffen werden, also mit viel größerer Geschwindigkeit und vielleicht damit einer größeren Effektivität. Das ist jetzt über die Covid-Pandemie und wie sie gehandhabt worden ist in China, hat Kratzer bekommen. Ja? Aber dann die Vereinigten Staaten, die als die reife, gefestigte Demokratie galten, und wir bekommen einen Populisten, der bis in die Rechtsextreme hinein Verbindungen hat. Und Bannon ist jemand gewesen, also der Vordenker, der extremistische Vordenker, ist ja in Europa unterwegs gewesen. Und die Kampagne, die Brexit-Kampagne, hat einen Brückenschlag gehabt zu der Antiglobalisierungsbewegung von Trump, America First, also Britain First. Wir wissen, dass russische Gelder in den Kampagnen waren. Also in Frankreich, Le Pen, wenn man die extreme Rechte und die extreme Linke zusammennimmt, beide antieuropäisch und also die Hälfte der Bevölkerung. Also man konnte schon sehen, dass bei uns die Demokratien unter Druck sind. Und zwar nicht nur, weil die russische Propaganda viel schlauer ist, als wir wahrhaben wollten. Wir haben ja 2014 sind mit einer ganz großen Naivität umgegangen gegenüber der subkutanen Desinformationspolitik, die insbesondere um die Frage Ukraine in unsere Gesellschaften hineingeflößt worden ist. Aber offen ist man und gefährdet für solche Versuchungen, dass einfache Antworten auf diese großen Herausforderungen unserer Zeit gegeben werden. Offen ist man dafür, nur wenn Unsicherheiten in den eigenen Gesellschaften bestehen. Und wir haben ja mit massivem Vertrauensverlust zu tun. Das haben wir gesehen
über die Art, wie die Covid-Debatte geführt wurde und wie die Impfdebatte geführt worden ist und die großen Demonstrationen, die es da gegeben hat. Und das Spannende ist ja, dass bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, diese Anti-Impf-Bewegung sich zu guten Teilen transformiert hat, jetzt in die pro-russische Bewegung, die all das sagt, womit ich begonnen habe, Waffen eskalieren, wir dürfen kein Militär exportieren. Wir haben uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, aber es geht um die Frage, werden wir moderne Lösungen für die Herausforderungen der Zeit finden, die mit liberalen und offenen Gesellschaften verbunden sind, oder werden die autoritären Systeme uns davonlaufen und uns zeigen, tja, die Zeiten des Liberalismus sind vorbei. Und man merkt ja leider immer erst hinterher, was man verloren hat, wenn es dann weg ist. Und das betrifft ja dann in der Regel als erstes immer Minderheiten. Gut, ich habe vorhin schon gesehen, dass einige Meldungen waren. Das Mikrofon haben Sie hier vorne. Ignoranz gegenüber der Sicherheit und den Sicherheitsbedürfnissen dieser Länder, die hat eine lange Geschichte. Die können wir jetzt feiern, die lange Geschichte. Im April vor 175 Jahren hatte der große tschechische Historiker František oder Franz Palacký die Einladung nach Frankfurt abgelehnt und hat eben gesagt, wie ich die Sache überblicke, wollen sie Österreich schwächen. Und Österreich sah er eben als Garantie für die Sicherheit der slawischen Völker vor Russland. Ja. Und das ist den meisten bekannt aus dem Unterricht, man kann es gut nachlesen. Das ist der eine Punkt. Also dann die lange Geschichte der Ignoranz. Es lief dann hin, wie auch Palacký erkannt hat, Richtung Preußen, Bismarck und Polen, schlagt die Polen, wo ihr sie trefft, sie sollen am Leben verzagen, ja, und so weiter und so weiter. Ja. Und dann sprachen sie von Timothy Snyder. Timothy Snyder ist der Letzte in der langen Linie von Historikern. Seine Lehrer waren allesamt, also nicht allesamt, aber die meisten waren aus dem Mitteleuropa, ursprünglich aus dem Gebiet, das österreichisch war, und die sprachen genauso Deutsch wie eben Paul Celan aus Czernowitz. Ja? Und ihre Sprache war eben auch Deutsch gewesen. Das waren exilierte Juden. Ja. Ja? Und wir haben keinen Timothy Snyder. Karl Schnögel ist halt viel, viel jünger, glaube ich, als, ich weiß nicht, aber auf alle Fälle die Generation, der wirklich Sachkundigen, die ist exiliert, die gibt es nicht mehr. Und dann das andere zur Lernkurve, die Sie angesprochen hatten, der SPD, da könnte ich auch sehr viel sagen. Das verkneife ich mir, weil ich zu viele SPD-Gesichter sehe, die in der SPD Karriere gemacht haben, so in meinem Jahrgang von 40 und folgende. Lass mal das. Ich war bei den Grünen gewesen, 82 bis 92, und die Grünen waren damals die einzigen, die sich für Mitteleuropa interessiert hatten. Das Traumland Mitteleuropa gab es nur bei den Grünen. Ja? Und ich hatte mir da Informationen besorgt, Untergrundliteratur. Und dann war ich froh gewesen, dass es ein Nachfolgeband eines einfachbändigen Werkes gab. Zwei Bände von Ferenc Fejtő, AfP-Korrespondent Osteuropa. Ein zweibändiges Werk über die Volksrepublik. Und da stand, das war 88 gewesen, da stand am Ende dieser zwei Bände die Gesellschaften sowjetischen Typs werden am Ende der 80er Jahre eine große Wende erleben. Ja?
Das war, das Werk ist übrigens auch der OB gewesen, ist aussortiert worden. Ich habe es noch. Ich gebe es, glaube ich, nicht mehr her. Das wird dann wieder aussortiert werden. In der OB, ja, wo eben das einzige Osteuropa-Institut Hessens ist. Ja. So, ja gut, das war das eine gewesen. Ich habe keine Frage, ich habe anknüpfen wollen. Ich habe keine Frage, ja. Ja, bitte, ja, okay. Kurz die Spielregeln für den heutigen Abend. Wir haben Marie-Louise Beck in der Tat als Gast hier und die Fragen sollten an Sie gerichtet werden. Wir haben auch andere Formate, in denen es Co-Referate und einen Meinungsaustausch ergibt, aber das hier ist eben ein anderes Format. Deswegen meine herzliche Bitte, stellen Sie bitte Fragen an Frau Beck. Zugespitzt ist ja auch gewünscht, sodass Frau Beck dann auch Rede und Antwort stellen kann. Vielen Dank. Also ich heiße Sergei Petrov, bin ein Gastforscher hier aus der Ukraine und ich wollte, also danke für diese Erläuterung oder die Vergangenheit, das ist ganz wichtig, ich glaube, nicht alle hier in Deutschland wissen von die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Geschichte der Ukraine des 20. Jahrhunderts, aber ich wollte fragen über die Zukunft. Also wir bekunden einen Kandidatstatus letztes Jahr und so meine Frage ich aus Ihrer Sicht, wann wird die Ukraine Mitgliedstaat der Europäischen Union? Und könnten wir schon jetzt erwarten, dass Deutschland wird das letzte Land, das das zustimmen? Also das wird für immer verzogen, so wie mit Kampfpanzer und das letzte Land, das dafür die ukrainische EU-Mitgliedschaft entscheidet. Ja, also... Ich glaube, es ist nicht ganz unbekannt, wofür das Zentrum Liberale Moderne steht. Und zwar nicht nur, weil wir davon ausgehen, dass wir eine historische Verantwortung gegenüber der Ukraine haben. Darüber, das war heute unser Thema. Aber weil das, was Polen und die baltischen Staaten uns immer und immer wieder zeigen und sagen, Leute, es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um uns und euch. Das ist etwas, was leider nicht wirklich überzeugend von unserer Regierung, der Bevölkerung gesagt wird. Wenn Sie die Vielstimmigkeit aus der Kanzlerpartei, sage ich jetzt mal, hören. Sie wissen, dass da eine Differenz gibt zwischen den Grünen und der Sozialdemokratie. Und bei den Liberalen ist es die wunderbare Löwin Agnes Strack-Zimmermann, die sich artikuliert, aber die keine Rückendeckung von ihrem Parteivorsitzenden bekommt. Sonst wäre die politischen Scheidungen würden schon anders aussehen. Dreierkonstellationen haben den Vorteil, dass zwei den Dritten in die Mangel nehmen können. Und natürlich könnten, wenn Lindner verstehen würde, worum es geht, zusammen mit den Grünen, könnten die FDP und die Grünen sehr viel mehr Druck ausüben auf das Kanzleramt, das sich aus Gründen nicht bewegen will, über die ja alle rätseln. Ich glaube, dass es eine Mischung ist aus dem, und das spricht Scholz auch aus, dass die erste Verpflichtung für ihn ist, als Kanzler Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und das heißt, Deutschland aus jeglichem Kriegsgeschehen rauszuhalten. So, und dann wird die Frage, wer hat Recht? Hat der Recht, der sagt, und wenn ihr Kanzler schickt, dann wird aber die taktische atomare Bombe in den Westen fliegen oder vielleicht nur in die Ukraine, aber auch das wäre ja heftig. Oder haben die Recht, die sagen, wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird, wird Europa eines Tages erleben, dass dieser Krieg weitergeht. Und zwar relativ schnell, und das sagen die Balten zu Recht, gegenüber dem Baltikum und die kann
selbst eine schlecht gerüstete Armee wie die russische Armee, die Balken können sie schlucken. Und unsere 1000 Soldaten, die da stationiert sind und die durch den Suwalki-Korridor, der 60 Kilometer schmal ist, nicht breit, sondern schmal, die sind innerhalb von 2 Stunden abgeschnitten. Also das ist eine Frage der Perspektive. Und wenn Sie heute, wir hängen ja ständig und immer und fast stündlich am Netz, ja, wo ist wieder was passiert und wo hat es einen Raketeneinschlag gegeben, die, wenn Sie durchgegangen sind, die Tagesschau-Nachrichten waren, Polen sagt, es geht um Europas Sicherheit. So. Und deswegen auch die Botschaft, wir werden jetzt diese Panzer liefern, egal was ihr in Deutschland dazu sagt, mit euren Exportrichtlinien, was natürlich ein Fehdehandschuh ist. Aber dieses Grundverständnis, es geht um unsere Sicherheit, wird in Deutschland, ich glaube, von weiteren Teilen der Bevölkerung nicht geteilt. Und ich glaube, dass unser Kanzler auf diese Stimmung schaut. Mit einer gewissen Sorge, also ich würde mal denken, wenn ich nach Ostdeutschland schaue und wir wissen, in Thüringen wird derzeit in Umfragen nach die stärkste Partei, die AfD, mit der Sorge, also Russland orientiert oder wenn Sarah Wagenknecht ein neues links-rechtes Bündnis macht, dann offenbar auf sehr viel Zustimmung stoßen würde in den ostdeutschen Bundesländern und vielleicht bei uns im Westen nochmal Aufwind für die AfD bringen würde, wird das natürlich auch für eine sozialdemokratische Partei schwierig. Ja? Aber auch bei Merz würde ich sagen, so richtig aus tiefer Überzeugung nehme ich ihn nicht wahr. Aus tiefer Überzeugung äußern sich Röttgen und Kiesewetter. Aber es ist, man hat nicht das Gefühl, dass wir wirklich in der Politik die Botschaft haben, wenn Putin nicht gestoppt wird, wird es weitergehen in Europa. Das scheint zu unwahrscheinlich zu sein, obwohl es wir eigentlich seit Jahren erlebt haben. Machen Sie dort weiter. Ja, vielen Dank. Ich wollte ein Zitat bringen. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Sie kennen den Politiker, der diesen Satz gesagt hat, das war Peter Struck. Wird die Sicherheit Europas in der Ukraine verteidigt? Also ich bin der tiefen Überzeugung, und zwar bin ich der tiefen Überzeugung, weil ich glaube, dass sich eine doch ganz treffende Vorstellung von dem Regime oder dem System Putin in Russland habe. Wir wissen darüber mehr, wir können darüber mehr wissen, als bei uns im politischen Raum diskutiert worden ist. Wir konnten beobachten, und es gibt Literatur dazu, es ist also nicht so, dass das nur die absoluten Insider wissen konnten. Wir konnten mit dem Amtsantritt von Putin sehen, dass sehr schnell und sehr systematisch gesellschaftliche Räume geschlossen worden sind. Es hat begonnen mit den Medien. Die Medieninhaber, die Oligarchen waren, sind ganz schnell enteignet worden oder außer Landes getrieben worden. Und wie in einem Fachbuch, wie in einer Handreichung zur Eroberung eines Staates, ist es losgegangen mit der Eingrenzung der Medien. Und man weiß in Russland, die zentralen Medien, nicht die Internetinhaber in Moskau, die es da gibt, sondern die Babuschka auf dem Land, in der Fläche, die guckt fern. Ja, und das Fernsehen ist das zentrale Informationsmedium. Das ist ganz schnell in Gazprom-Hände überführt worden. Und dann konnte man Schritt für Schritt weitersehen, wie die Hierarchisierung dieses Staates von einem KGB-Netzwerk
vorangetrieben worden ist. Wenn Sie sich anschauen, die zentralen Führungspositionen in Russland sind in der Regel mit Ex-KGB-Leuten besetzt worden, 2000 folgende. Dann gab es die Oligarchen, die diese unendlichen Reichtum, dieses zerfallenen, implodierenden Wirtschaft an sich gebracht haben, die aber mit der Verhaftung von Chodorkowski 2003, 2004, wo es eine Zensur gegeben hat und nicht mehr die Oligarchen konnten der Politik vorschreiben, wo es lang zu gehen hatte, sondern mit der Verhaftung von Chodorkowski und der Zerschlagung des Jukos-Konzerns und Überführung in Staatseigentum, ist ja in Rosneft überführt worden, war klar so, jetzt bestimmen nicht mehr die Oligarchen, sondern es bestimmt der KGB und die Politik. Und wenn ein Oligarch sich muckst, dann schaut euch Chodorkowski an, du kannst in Chita landen, an der chinesischen Grenze oder an der finnischen Grenze. So, das war wieder ein Wendepunkt. Und er ist beschrieben worden, Anders Aslund, Crony Capitalism, ein schwedischer Diplomat, der in den ganzen 90er Jahren Russland begleitet hat. Ein wunderbares Buch schildert das. Karin Davisha, Putins Kleptocracy, eine amerikanische Historikerin, die wie eine Habilitationsschrift minutiös belegt hat, wie diese Engführung in die alten KGB-Netze systematisch vorangetrieben worden ist. Und es geht um Geld, es geht um etwa 20.000 Menschen, die an diesem System Putin und der Ausnutzung der Ressourcen beteiligt sind. Die Tatsache, dass die russische Armee sich so schlecht schlägt, anders als wir erwartet hatten, hat etwas mit der großen Korruption zu tun. Wir haben alle ab 2008 gelernt, die russische Armee wird reformiert, es geht unendlich viel Geld da rein, sie wird sehr schlagkräftig gemacht und jetzt stellt sich heraus, dass es diese Schlagkräftigkeit der Armee nicht gibt, weil eben nicht modernisiert worden ist, sondern weil vermeintlich modernisiert worden sind, aber die Gelder sind in London oder in Genf auf Banken gelandet. Also wir konnten das alles sehen und wir konnten dann auch die Ankündigungen von Putin hören, dass er das Imperium wiederherstellen wollte. Er hat es ausgesprochen, es ist nichts, was wir nicht hätten erwarten können. Und wer dann so lange wegsieht... Bitte? Erlauben Sie mir eine Zwischenfrage. Bitte. Sie schildern das, auch wenn nicht jedes einzelne Detail von mir bekannt war. Also manches war bekannt. Aha. Ich frage Sie, warum hat Deutschland oder warum hat Europa trotzdem so katastrophal sich entschieden? Sie haben aber auch viele Sachen der Welt. Ja. Die Bundeskanzlerin von Frau von Merkel. Ja. 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 Nicht nur Sie alle. Ja. Wenn ich die sozialdemokratische Partei mir ansehe, wer da alles mit Putin dick Freund war, das ist ja unerträglich. Ja. Wobei. Wir stellen uns in der Talkshow hin und wollen die Menschenrechte verteidigen, die Freiheit, die Pressefreiheit. Und das ist auch richtig so. Aber wenn ich sehe, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, wie viele Oppositionelle in Russland sind erschossen worden? Vergiftet worden, eingesperrt worden, keine Pressefreiheit. Ukraine ist Musterbeispiel der Demokratie, würde man sagen. Bitte? Und die Ukraine ist Musterbeispiel der Demokratie. Übrigens, Frau Beck, es wäre schön, wenn Sie sich kürzer fassen würden. Die Frage war: Wird unser Freiheit nach Hindukusch verteidigt? Ist das unser Krieg? Da kann man mit Ja oder Nein antworten. Ja! Eindeutig ja! Auch für ein paar weitere Fragen für die Diskussion. Sie sind subjektivistisch bis zum Gegenteil. Sie haben uns teilnehmen lassen an Ihren Bildungslücken über Jahrzehnte. Von Stefan Bandera haben Sie noch nie was gehört. Dass Stalin den Holodomor gemacht hat, das steht in Realschulbüchern. Ich weiß nicht, was wir mit Reifen studiert haben.
Sie sind typisch grün. Ungebildet, aber 100% überzeugt von ihren eigenen Bildungslücken, die sie da 20 Jahre später eingestellt. Da sie wissen, grün, die ganze Veranstaltung hier ist grün und links und einseitig und unakademisch und absolut subjektivistisch. Herr Bürger, Müller, nehmen Sie zur Kenntnis, Sie haben ja geschrieben, Sie wollen endlich mal jemanden hören, wer anders denkt als Sie. Jetzt haben Sie gesagt, jetzt können Sie mir schreiben, der alte Nazi, der alte Antisemit, der alte AfD, ich will was lesen, vielleicht ist da alles. So, darf ich jetzt alle Gäste... Sie alle sind Gäste dieser Universität in der Aula. Ich dürfte Sie jetzt bitten, wieder zu den Spielregeln zurückzukehren. Es ist hier kein Format für Pamphlete und es ist auch kein Format für Traktat und Monologe, sondern wir sind jetzt in der... Entschuldigung, ich spreche jetzt gerade. Und ich übe das Hausrecht aus, bis auf Weiteres. Es ist ein Format, in dem wir jetzt in der Diskussionsphase sind. Ich bitte darum, wir haben noch... ungefähr 10 Minuten, wenn Sie kurze Fragen stellen und Frau Beck wird sicherlich jetzt auch in der Endphase dann nochmal zugespitzte, kurze Antworten geben. Ich will noch kurz was antworten. Ich finde sehr viel spannender eigentlich und ich finde es eine größere Herausforderung, als sich mit der Sozialdemokratie und ihrer zu engen, also ihrer Illusion gegenüber Russland auseinanderzusetzen, wo wir wissen, da gibt es auch Verknüpfungen, die wirklich unappetitlich sind. Andere sind blauäugig, es ist eine große Mischung. Aber spannender ist tatsächlich, und Sie haben es gesagt, ist natürlich eine Kanzlerin Merkel, von der, die ja immer etwas Menschliches gehabt hat im Umgang mit Dissidenten aus Russland, die immer sich für Chodorkowski eingesetzt hat, die Nawalny hergeholt hat, die Odessa, das Odessa-Projekt haben wir beide zusammen gemacht. Ja? So, und trotzdem ist es ein gewisses Rätsel, wie diese Entscheidung zum Beispiel nach der Krim-Annexion trotzdem Nord Stream 2 zu bauen, weshalb sie das gemacht hat. Und es wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie sich dieser Debatte stellen würde. Das wäre für uns als Gesellschaft, glaube ich, unendlich hilfreich und ich finde es sehr schade, dass sie das nicht tut. Dazu gehört auch 2008 Bukarest, als Georgien und die Ukraine angeklopft haben und in diese Vorstufe der NATO-Mitgliedschaft gehen wollten und das ja durch die deutsche Kanzlerin wieder vom Tisch verhandelt worden ist. Wobei, die Antwort kenne ich von ihr. Sie sagt dann, der Krieg wäre schon 2008 losgegangen, wenn ich das nicht vom Tisch verhandelt hätte. So, aber man kann dann entgegnen, der Überfall auf Georgien kam wenige Wochen, nachdem eben keine NATO-Nähe herbeigelassen worden war. Bei Wortmeldungen, die wir nehmen können, einmal... links und rechts, genau, diese beiden Hände. Vielleicht können Sie die Fragen hintereinander stellen, dann können wir Frau Beck auch zu einem Abschlussstatement und zu einer Abschlussantwort bitten. Also, ich bin beeindruckt von Ihrer profunden Kenntnis, Frau Beck, und ich stimme Ihnen in allen Punkten zu, die Sie vorgetragen haben. Bitte? Also, ich bin beeindruckt von der profunden Kenntnis der Rednerin. Und stimme ihr in allen ihren Gesichtspunkten zu, in allen ihren Gesichtspunkten. Und meine Frage ist, haben Sie eine Vorstellung, was das Friedensziel sein könnte, was Deutschland zu einem Friedensziel beitragen könnte, dessen Unterfrage ist, wie kommen wir dazu, zu einem Frieden in Europa mit Russland, mit einem Russland, das entweder friedfertig wird, oder sich genötigt sieht, seine Kette von Kriegen nicht mehr fortsetzen zu können. Versuche ich es ein bisschen kürzer zu halten als hier die restlichen Vorredner. Oder ihr zu Beginn hier Ihrer Rede. Hier werden aber viele Zensuren verteilt heute Abend. Ja. Heide Witzka. Gut, eben hat der Unipräsident ja gesagt, dass er das Hausrecht hat. Dementsprechend sollten wir uns daran auch alle halten. Aber nochmal kurz
Zu Beginn hatten Sie ja angeführt, oder so hatte ich Sie verstanden, haben durchaus betont, so das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine betont. Und meine Frage wäre, wenn Sie versuchen, nochmal sich selber zu reflektieren, insbesondere was seit dem 24. Februar 2022 passiert ist, hat sich da Ihre Sichtweise, insbesondere die Rolle der Bundeswehr, von Hardpower im Allgemeinen oder dem Militär verändert? Sprich, sieht das Ihre Partei, oder Sie stammen ja aus einer urpazifistischen grünen Partei, hat sich da die Rolle des Militärs in diesem Jahr verändert oder Ihre eigene Sichtweise dazu? Das wäre meine Frage. Ja. So, jetzt müssen Sie mir vielleicht gleich noch helfen, dass ich nichts vergesse. Also Frage nach, wie soll es enden, und die Frage nach, fangen wir von hinten an. Das habe ich versucht, Ihnen darzulegen, dass für mich die Rolle von Militär überhaupt sich verändert hat gegenüber den Zeiten, in denen ich politisch groß geworden bin. Und dass für mich der Grundsatz heute ist, und das war unser Fehler, dass zu nie wieder Krieg ein zweiter Teil dazugehört. Ich will gar nicht sagen, nie wieder Auschwitz, das wird es nämlich so nie wieder geben, aber nie wieder Schutzlosigkeit. So, und damit sind wir beim Militär, und auch da frage ich mich, weshalb hat uns das 1970, ist das nicht präsent gewesen? Immerhin ist der Nationalsozialismus militärisch niedergerungen worden. Insofern ist auch diese Konsequenz, die in Deutschland viele aus meiner Generation gezogen haben, dass der Pazifismus die einzige gerechtfertigte Antwort sei, der ist ja eine Fehlschlussfolgerung. Der verdeckt ja geradezu, dass wenn Polen und Frankreich und Großbritannien und die Sowjetunion und später sogar die USA sich nicht militärisch gewehrt hätten, dieser Nationalsozialismus tatsächlich zu einer Europa-beherrschenden Macht geworden wäre. Also ich habe inzwischen ein anderes Verhältnis zum Militär. Ich habe es übrigens auch in Afghanistan bekommen, weil ich bin viel in Afghanistan gewesen, weil ich der Meinung war, dass wenn ich im Bundestag als Abgeordnete für so ein Mandat stimme, dann muss ich auch versuchen zu sehen, was dort passiert. Und es hat einfach in Afghanistan zivile Räume für Entwicklung geöffnet, und ich finde den Abzug aus Afghanistan so eine Katastrophe, dass ich, das kann ich gar nicht fassen, ich halte das für ein Verbrechen, den Abzug aus Afghanistan. So, das zu der Frage des Militärs. Militär muss nicht immer gut sein. Militär kann auch einen Angriffskrieg starten, wie das jetzt durch Russland getan worden ist. Aber Militär an sich ist nichts, was wir nicht mehr bräuchten. Ich glaube, das ist alle diese Figuren, Abschreckung, dass Abschreckung eigentlich etwas ist. Mir geht das heute noch so, dass dieses Wort Abschreckung, ich kriege immer ein kleines Gruseln auf dem Rücken, weil es so bellizistisch klingt. Aber der kalte Frieden ist immerhin ein kalter Frieden. Und jetzt erleben wir, wie eine militärische Auseinandersetzung aussieht. So, zu der Frage, wie endet dieser Krieg, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass tatsächlich mit meinen russischen Freunden wir uns einig sind und die Einschätzung haben, dass wenn Putin diesen Krieg gewinnt, es sowohl in Russland ganz fürchterlich wird und in Europa der Krieg weitergehen wird. Vielleicht mit 2 oder 3 Jahren Pause, so wie nach Minsk ein paar Jahre, so eine halbe Pause eingelegt worden ist. Da sind wir uns einig. Was die Ukrainer entscheiden, wann sie vielleicht nicht mehr können, das kann ihnen wahrscheinlich niemand sagen im Augenblick.
eine Kollegin von mir ist gerade lange in Kiew gewesen und sagte, die Menschen sind unendlich erschöpft, einfach den Alltag zu bewältigen, nachts aufstehen, wenn es Strom gibt, um zu kochen, damit man dann irgendwann, wenn am Tag mal eine halbe Stunde Strom da ist, ein Essen wieder aufwärmen kann. Also das, alle diese Dinge kosten alle Kraft der Menschen. Für den ukrainischen Präsidenten, für die Regierung, steht die Frage, und das ist ja etwas, was im Raum ist, muss er nicht Kompromisse schließen? Ja? Würde das bedeuten, ein Teil der Menschen wird diesem Willkürregime Putins überlassen? Und wir wissen inzwischen, wie es hinter der Grenze dieses Willkürregimes aussieht, weil die Grenzen mal verschoben worden sind und zum Vorschein gekommen sind Butscha, Irpin und andere Orte. Für mich ist diese Fantasie, wenn ich mich reinversetze in Präsident Zelenskys Vorstellung, es ist eine unglaubliche Entscheidung, die dann zu fällen wäre. Und natürlich hat die wieder etwas mit uns zu tun, weil das lesen Sie jeden Tag in der Zeitung, wenn die militärische Ausrüstung von uns nicht in entschiedenerer Weise kommt und so wie jetzt in der Tendenz immer erst, nachdem wieder eine große Angriffswelle von Russland möglich ist, jetzt mit den Raketen, wenn wir weiter so zögerlich bleiben, kann es sein, dass das Land geteilt wird, vielleicht sogar das russische Militär ganz vormarschieren kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das, was wir derzeit lange gelesen haben, bis jetzt vor einigen Wochen, dass Putin den Krieg schon längst verloren hat, ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, dass wir uns da selbst betrügen und dass wir das auch ganz gerne tun, weil es eben uns vor Entscheidungen schützt, die wir ungerne fällen, weil wir das Gefühl haben, sie sind risikobehaftet. Lassen wir das als Schlusswort stehen. Wir haben, bevor diese große Kriegswelle ausgebrochen ist, ein kleines Bändchen zusammengestellt mit sehr gut lesbaren Texten von Historikern, ukrainischen und deutschen, Ukraine verstehen, also ein bisschen etwas von diesen Etappen lernen, von denen ich heute erzählt habe. Ich habe hinten 10 oder 15 Exemplare mitgebracht. Wer zuerst kommt, hat Glück und bekommt sie. Aber Sie können das bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 4 Euro Schutzgebühr bestellen. Wenn Sie also Lust haben, noch ein bisschen nachzulesen und zu stöbern, kann ich Ihnen das sehr ins Herz legen. Es ist eine Zusammenfassung von Websites, sind auch Texte von Timothy Snyder und von Anne Applebaum drin. Also es ist wirklich eine gut verdauliche, weil selbst an einem Abend zu bewältigende Lektüre. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für diesen Hinweis, Ihren Vortrag und vor allen Dingen natürlich die vielen persönlichen Eindrücke. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass in der nächsten Woche der schon letzte Vortrag stattfinden wird. Ich kündige ihn noch einmal kurz an. Am Montag spricht Professor Martin Schulze-Wessel über Krieg um die Geschichte, Russlands Angriff auf die Ukraine. Vielen Dank Ihnen allen, einen schönen Abend und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Applaus